Republik Palau liegt im Pazifischen Ozean, 800 Kilometer östlich der Philippinen und 2000 Kilometer südlich von Tokio. Von 1863 bis 1899 gehörte der Inselstaat zu Spanien. Am 18. Juli 1899 verkaufte Spanien Palau an das Deutsche Reich. Am 23. August 1914 erklärte Japan Deutschland den Krieg und besetzte Palau. 1917 erklärte USA Deutschland den Krieg und gab den Inselstaat an Japan. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Palau von den Amerikanern bis zur Unabhängigkeit in 1994 verwaltet. 17 Millionen D-Mark hatten die Deutschen den Spaniern damals für den Inselstaat gezahlt. Wie jede Kolonialmacht brachte auch das Deutsche Reich die eigene Kultur, Wirtschaft, Erziehung, Religion und natürlich die Sprache mit sich. Das Hauptinteresse galt aber dem Abbau von Phosphaten, Bauxit und den Export von Kopra. Die Deutschen führten den kurzen Haarschnitt für Männer ein. Die D-Mark wurde zur Währung. Man baute einen Kanal durchs Riff für die Frachtschiffe. Man findet noch Reste der Eisenbahnlinie, die im April 1909 fertiggestellt wurde. Die Kapuziner eröffneten Jungen und Mädchen Schulen, wo neben der deutschen Sprache Mathematik, Biologie und Geographie unterrichtet wurde. Die Nonnenschule der Franziskaner unterrichtete ausschließlich in deutscher Sprache. 1911 gingen mehr als 97% aller Kinder zu Missionarschulen. Die Deutschen wollten der Bevölkerung den Weg zur westlichen Welt öffnen. Die Einheimischen sagen heute noch, dass die Deutschen auch für die lokalen Einwohner Wohlstand und Fortschritt gebracht haben. 1917 gaben die USA die Inselgruppe an Japan, womit diese Entwicklung ein jähes Ende nahm. Bereits 1938 bestand Palau aus 75% eingewanderter Japaner. Japanisch wurde zur Landessprache. Palau hat heute 20.000 Einwohner. Davon sind 70% Palauan. Die Japaner sind nach verlorenem Zweiten Weltkrieg wieder abgezogen. Der Tourismus ist die Haupteinnahmequelle und wird vornehmlich von Philippinen, Thailändern und Malaien betrieben. Wir sind der Frage nachgegangen. 14 Jahre deutscher Geschichte von 1900 bis 1914. Was ist noch nach 100 Jahren geblieben? It's a combination of 5 degrees of espresso, shiso, Thai, Swedish, and Hawaiian, lomi lomi, and more stretching, like the pressure also. Now, this is a color, like a rose garden, somewhere here. Yeah. So now we go all the way down, down, down to the end. This is Ngaralong. This is Ngaralong. And then we go down to this one. While we are going this way,
we will go to waterfall, then a stone monolith in Angaralo, then we come around to Capitol building, and then we go all the way to Coro. This one is Jungle River boat cruise is going inside the river and see the crocodile, but I know you guys, you don't need to see the crocodile. So now our trip is going this way, like this. Okay. And this one, you see this one? There's a cut from German time. They tried to cut here. So the boat, I mean ship, will come around here, not going around here. Mm-hmm. So there is a dig almost cut, but they didn't cut. They didn't cut. Yeah, they didn't finish. Yeah, they didn't finish. This one. Where is the old village? Yeah, and this is all old village is like when we go this place, you can see the old house like Palawan style house. That's the our trip will begin from here and going around. Okay. And I will charge you like $200, but since it's my birthday, I give you discount. I give you only $150. Yeah. So now we start our trip now. Yeah. Okay? Okay. Good. Okay. Thank you. When was this bridge built? We have a bridge before, built by a Korean social worker. Here you bring plenty people, tourists. This place is a very hot place, like very hot for you, I don't know. But it's good only for vacation. Just bring everybody here, and, tourists. All the way there, I will wait you here. Don't worry, you go there. What time you like to come, you come. I will wait you here. Schon eine anstrengende Tour zum Wasserfall. Auf dem Weg zu den Wasserfällen stoßen wir auf ein altes Schienennetz, das die Deutschen zum Abbau von Bauxit um 1900 benutzt haben. Aus Bauxit wird Aluminium gewonnen. Bis zum Aussichtspunkt habe ich dann die Besichtigung der Wasserfälle zu Fuß gemacht und den letzten Teil mit dem Fernglas.
Während Klaus weiter zu den Wasserfällen stürmt, benutze ich die Zeit, um den Schienen nachzugehen. Sie enden dann auch bald im Morast der Zeit. German guy stay there really? Long time ago. Yeah. You want to visit him? You see this one? There's a cut from German time. They try to cut here. So the boat, I mean ship, will come around here, not going around here. Mm. So there is a dig almost cut, but they didn't cut. They didn't cut. Yeah, they didn't finish. Oh, yeah, they didn't. Long time ago, there's a place in Ngerlong. They call it Badrulao, stone monoliths. Yeah. The history tell us that long time ago, like 1,000 years ago or more than that, who knows? We don't know exactly. But the history tell us that long time ago, there was a group of people. Yeah. They decide to put abai, meeting house for all the chiefs in Badrulao, that stone monument place. While they are building that one, the history tells us that one of them tell them to do that one, and he will go and get the roof. So when they put the post and they put that roof, then the
house almost finished. So they going to get the roof, and when they bring the roof, they just bring to close to the that place, and he tell the people that okay, we take a rest, we put it here, and then we see what happened to those guys. When they go to Badrulau, the Stone Monolith place, when they go there, he start thinking that oh, maybe if we complete the house, then the people of my place become very poor because they will donate food to these guys here. Yeah. So he started to say, okay, maybe we don't complete the house. So he burn the coconut husk and throw it to them. When he throw it to them, the coconut husk turned like a chicken rooster. And then start singing like a, like that. So everybody run away. Because the history also tell us that they work during nighttime only. So they run away because they think that it's already early in the morning. So they ran away and left Abai in Gambling. So this guy take one of this stone and say, okay, now we get one of this stone and bring to our place. So they get one of the stone and bring to, they travel like almost 3 miles, yeah, and they put it there in the stone part of my house. They bring it here, and there's a stone part house there. It's there, one of these stones in my house. Orsel got the curva and swim along on the way and das Grabmal eines Häuptlings und angeblich des Vaters unseres James Bond. Seine Residenz ist verwaist und wartet, dass sie irgendwann mal zum Kulturerbe wird. Die Deutschen haben mit Erfolg den christlichen Glauben ins Land gebracht. 3/4 der Einwohner sind Christen. I'm a remnant of the Christian, the first Christian that came from Germany to Palau Island. First, a remnant of the first Christian that received the words of the Lord from Germany, that came to Palau to spread the good news to all the people. Yeah. The first pastophy from German. This is the island that he came. This is where the very island that he came and start the whole Christianity in this island. So he brought light into this island. So we are very blessed and we thank the German people, including Pastor Fai, who brought the Christianity to our island. That's why we are very blessed. Yes, thank you. Einen Nachfahren. Sie haben sich doch vermehrt, die Deutschen. Nanu, tell me, what is your name?
My name is Ismail Paloan name, Chemchen Manine. His name is Hirschman and his Paloan name is? My name is Paloan name. Hirschman. Hirschman. And you, your Palawa name? Yeah, yeah. Hirschman. Ah. Oh, Hirschman. Oh, yeah. Yeah. True. Mm. Good, good. Hirschman, young brother. Wir geben James Bond die Gelegenheit, seine Firma weltweit zu präsentieren. Der Ehrgeiz steigert sich zur Perfektion. Ja, yeah, I'm a taxi driver. You see this 24 hours taxi service. Yeah, anytime you can call me and I'll do the rest. Okay, wait. No good, no good. Okay. In Palau, in Micronesia. In Palau. Micronesia, yeah, Palau, yeah. Palau, yeah. Yeah. Yes, my name is James Bond and I'm a taxi driver. And you see my taxi, 24 hours taxi service. You can call anytime and I do the rest. Yeah, no problem. Yeah. And you see this one? This trip, I can make all the trip one day. And I charge you only 150, the cheapest taxi in town. Yeah. And this not only on your birthday. Yeah. Yeah, anytime, yeah. 24 hour service, yeah. James Bond, my name is James Bond, the taxi driver. And I want to expose my taxi driver to everywhere in the world. So if you go to your place and you plan to come back, you just call 779-4472 and I'll do the rest. Yeah. Just perfect. Okay. Yes. James Bond, taxi driver. In Palau. 24 hour service. You said Palau? Yeah. Palau, it's important. Yeah. Okay. So okay, you go there and get this here. Okay, other side. Now my friend here. Okay. You get other side. So yeah, this is my taxi. Right. Yeah, yes, I'm a James Bond. My name is James Bond from Palau. I doing a 24 hours taxi service business in Palau. Yeah, so anytime you come to Palau, then you can call this number and I'll give you around the island like this picture here. This is all the place I will show you this all the place, and I will charge you only $150 a day. That's cheapest taxi in town. Good. So now, okay? Good. Ist denn Europa direkt um die Ecke? Nein, wir sind in Palau und die Amerikaner haben ja gerade 1994 den kleinen Staat in die Unabhängigkeit wer geschickt. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke? Wer hat so viel Geld? Man munkelt, dass die EU-Entscheidungsträger bei der Bauvergabe geglaubt hätten, dass Palau im Mittelmeer liegt. Oder haben wir es mit einem neuen EU-Mitglied zu tun? Wir konnten es nicht herausfinden. Wir lassen uns nicht lumpen und wenn wir uns jetzt pumpen, es ist doch ganz egal, wie es kütz. Ever knieske. Weich und breit sieht man hier keine Häuser. Warum hat man dieses Mammutbauwerk nicht in die Hauptstadt gebaut? Es bleibt eine Vermutung, dass es sich hier um die Fluchtburg der europäischen Parlamentarier handelt. Palau lebt nur vom Tauchtourismus. Wäre unter den Entscheidungsträgern ein Taucher gewesen,
hätte man bestimmt hier ein Aquarium gebaut. In diesem Haus wurden früher die Volksentscheidungen getroffen. Es hat nun seine Dienste getan und findet seine Ruhe im Museum. Die Decken und Wände erzählen die Sagen und Geschichten der Vergangenheit. Im Museum werden wir noch fündig. Emil Nolde hat in Palau sich mit den Südseeskizzen verewigt. Eine Wandtafel zeigt die deutsche Fahne, eine Kirche, Straßenlampen, kurzer Haarschnitt und das alles vor einer deutschen Kamera. Max Pechstein hat mit seinem Buch The Faraway Paradise sich einen Namen gemacht. Margarete Lenge schrieb den Roman Die Inseln rufen. B. Schulz schrieb Abenteuer eines Naturforschers in der Südsee. Die Erinnerung an 14 Jahre Deutsches Reich bleibt auch, wenn die meisten Paulaner nicht wissen, wo Deutschland liegt. Aber dass die EU eine Großbank ist, das weiß man.